Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Hivaldo und herzlich willkommen zurück zu Judgment. Ja, wir sind gerade in einem Ladebildschirm, denn ein neues Kapitel startet nämlich. Wir sind in Kapitel 9 und wir werden gleich sehen, was bisher geschah. Mogura war Hamura に使われる裏社会の殺し屋であった。その背後に潜む脅威が八神と海藤に松金との決別を迫り、二人は後戻りのできない道へ足を踏み出していく。やがて黒幕として浮かび上がったその名はアドデックナイン開発者の一人。Unglaublich, diese Wurst soll der Kopf von allem sein. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, ehrlich nicht. Kapitel 9, die Wunderdroge. Oha, okay. Let's see, was das Episode brings.地下に隠されていた違法な賭場から数回にわたって爆発がありました。これがなんと手榴弾によるものだったというのです。しかし現場に警察や消防が駆けつけた時にはすでにもぬけの殻でした。暴力団同士の抗争が記憶に新しいカムロ町で、一体何が始まろうとしているのか。なんか昨夜は大変だったんですね。敵もなかなか必死でさ、それでも久々にハムラの顔が拝めた。で、ハムラの黒幕はショーノだったってことなんですよね。センター長の気度でなく。ハムラがそういう顔してたからな。それってどういう顔ですか？うるせえな。他に言いようがないんだよ。まあ、まだまだそんな感じですよね。なんだよ。嫌味か。まさか。僕は何か助けになれればと思って会いに来たんですよ。助けって？アドデックナインに詳しい人を見つけたんです。あは。この先事件を追うなら僕らもよく知っておかないと。とはいえ科学論文なんか僕らが見てもよくわかんないですよね。なあ。そこをわかりやすく解説してくれるって人がいて。へえ、そんなのよく見つけたな。ゼグロシノ。ただ怒らないでくださいね。なんで？実はその人、服部さんなんです。例の雑誌記者。なとり。は？服部さんはアドデックナインの記事も書いてるし、何人も専門家に取材したとかで相当詳しいみたいです。だからってあんなやつに。冗談じゃないよ。でも八神さんがぜひにということなら教えて差し上げるって。いや、じゃあもう別にいいんじゃないか。今さら論文の内容なんて。八神さん。なんだよ。もしかしたら重要な情報があるかもしれないじゃないですか。せっかくの機会を無駄にしないでください。Is that good? こっちからあいつに借り作るってのがな。服部さん、今日は九州一番星ってラーメン屋にいますから。お店を取材中だそうで。Da gibt's wenigstens lecker Essen. お願いしましたよ。Ich hab was im Auge. Oh, okay. So. Deine Phalakte wurden neue Informationen hinzugefügt. So, was haben wir denn hier? Masamichi Shintani. Am Mord gibt es jetzt mehrere Menschen. Mehr Menschen, meine ich. Wen denn? Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer da neu hinzugefügt wurde. Keine Ahnung. Hm? Von wem ist das? Kim-san. Achtung, Yagami-san, meine Anführer der Karriere. Ich hab gesehen. Sobald die Nase voll davon hatten, bla bla bla. Mist, was soll ich jetzt machen? Bedrohung 100%, das gefällt mir nicht. Ich hab keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Ehrlich nicht. Das nimmt ja hier Ausmaße an. Das kann man ja gar nicht mehr rechtfertigen. Okay, wir sind voll aufgeladen. Können wir skillen?
Wir können unsere Fähigkeiten etwas skillen. Wie viel haben wir denn? 3700? Was können wir denn skillen hier? Die Wildheit des Tigers. Reduziert die Zeit, die zur Ausführung eines heftigen Angriffs im Tigers, die benötigt wird. Dauerhaft aktiv. Auf jeden Fall. Danke sehr. Sehr geil. Okay, weiter geht's. Wir gehen hinaus. Unser Ziel ist Kyushu Number One Star. Da waren wir schon mal essen. Da gibt's lecker Essen. Okay, hier gibt's jetzt Kasai. Honda läuft hier wieder rum wie so ein Irrer. Und der Dicke. Der Dicke Soka Kiba. Auf die habe ich alle keinen Bock, ganz ehrlich. Auf alle habe ich keinen Bock. So. Gibt's denn noch irgendwas zu tun hier? Oh, Moment. Aha, da gehen wir direkt hin. Bevor wir ins Kyushu gehen, gehen wir selbstverständlich zu einem Nebenauftrag. Ihr wisst doch, wie es läuft, Freunde. Was war das? War doch was. Ein abgenutzter Magnet. Ich hab's doch gesehen. Kommt her, Freunde. Okay. Wow. Okay, das hat was gebracht. Dieses Aufladen. Iwasaki, hör doch einfach auf. Hör doch einfach auf. Okay, Tiger Steel ist super stark momentan. Wahnsinn. Wir sollten auch nochmal in die Kanalisation gehen, um uns ein wenig aufzutanken. Oder besser gesagt, neue Medikits zu holen. Frau Vermieterin, hallo. Der hat bestimmt wieder Essen gemacht für uns. Und es wartet in unserem Kühlschrank. Wieso hat er eigentlich schon den Schlüssel zu unserer Wohnung? Das, gibt mir zu denken. Fukusawa liegt schon auf dem Boden. Wow, wow. Freunde, wo sind denn die anderen? Ach, hier. Versteckt ihr euch einfach? Tanago. Muss mir nicht helfen. Nein, Tanago. Also, ist gut. Alles ist gut, aber danke. Danke, der Wille zählt. Der Wille zählt. Ja, ja, ciao. So, was gibt's denn hier? Ein abgenutztes Gummi. Ist das etwa deins, Tamago? So. Wir müssen da lang. Die Wahrsagerin! Was ist mit dir? Was ist hier los? Was ist los, Amanesan? Geht's dir nicht gut? Ich bin nicht diejenige, die deine Hilfe braucht. Du musst dich um die große Katastrophe kümmern. Es geht wieder los. Wow. Hey, bist du sicher, dass es dir gut geht? Und schon steht sie wieder. Kannst du mir erklären, was passiert ist? Ich habe eine große Katastrophe über einem Passanten schweben sehen und ihn gewarnt, aber er hat mich nur beleidigt. Er meinte, ich wäre hartnäckig und nervig. Hartnäckig? Warum sollte er sowas sagen? Weil ich seine Zukunft vor einem Monat schon einmal vorhergesagt habe. Eine Feuerkatastrophe. Und als ich ihn vor kurzem wiedergesehen habe, kam ich nicht umhin zu bemerken, wie besorgniserregend groß die Aura seiner Katastrophe geworden ist. Hä? Die Aura einer Katastrophe kann wachsen? Um ehrlich zu sein, habe ich so etwas noch nie gesehen. Also habe ich ihn erneut gewarnt. Und da hat er dich angegriffen, hm? Aus seiner Sicht wirkst du vermutlich wie eine Betrügerin oder so. Wie dem auch sei, eine Katastrophe von diesem Ausmaß kann unvorstellbares Chaos anrichten. Und da es sich um eine Feuerkatastrophe handelt, könnte sie schreckliche Folgen mit sich bringen. Wir kommen gerade aus einer Feuerkatastrophe. Hast du etwa Nachrichten geguckt? Mit anderen Worten, möchte sie, dass ich diesen Typen im Auge behalte. Soll ich ihn annehmen? Soll ich annehmen? Ihr sagt, dass du beschäftigt bist? Akzeptieren. Lass mich raten, du willst, dass ich ihn verfolge und die Katastrophe verändere. Hi. Ja, jetzt brauche ich deine Hilfe mehr als je zuvor. Werde deine üblichen 15.000 Yen genügen? Nein, das wird nicht reichen. Ich bräuchte schon 2 Nullen mehr. Ah. Sicher, das reicht. Kannst du mir Informationen geben, mit denen ich den Typen identifizieren kann?
ein plumper Mann mit kurzem schwarzen Haar, der eine Sportjacke trug. Außerdem hat er einen großen Rucksack dabei. Okay, Mann, kurzes schwarzes Haar, Sportjacke, Rucksack. Ich weiß, dass er Hiyama-san heißt. Nachdem er mich angegriffen hat, hat er sich in Richtung Showa Street aufgemacht. Na schön, ich schaue mich nach ihm um. Die Feuerkatastrophe. Alles klar, Yagami, wie geht's jetzt weiter? Showa Street. Wo ist sie denn? Nam nam nam. Showa Street. Wo ist sie denn? Ich meine, es kann ja nicht weit sein. Bin ich jetzt total blind? Millennium Tower Street, Nakemichi Street, Showa Street. Ach hier, ist ja sogar angezeigt. Jetzt mal ganz ehrlich, wie willst du das von hier, willst du das sehen, liebe Wahrsagerin, dass er hier ist? Du bewegst dich doch kein Stück. Du bist noch nie weitergegangen als 5 Meter. Egal. So. Oh. Der zerkratzte Spiegel. Wie viele zerkratzte Spiegel kann es eigentlich in einer Stadt geben? Oh, Moment, da war eine Schraube. Und zwar eine gedehnte Spule. So, darf ich mal hier durch? Vielen Dank. Entschuldigung. So. So, ist das hier? Was ist das hier? Ach, das ist Le Marche. Okay, nee, da müssen wir nicht hin. Baba. Fukasawa, haben wir nicht gerade gegen dich gekämpft? 6000 Yen. Tanago, wie sieht's aus? Kack du da. Also der Tiger-Stil ist schon recht stark jetzt. Der ist schon super stark. Den haben wir gut aufgepumpt, den Yagami. Aus dem Weg, Frau Vermieterin. Poco. Brauchen wir eigentlich noch was? Hey, ich wollte ihn wieder zu sehen, meine Herr. Ja, ja. Stamina. Nein. Nein. Okay, ja gut, ein Stamina nehmen wir mit. Hey, danke. Ciao. So. So, wo ist er jetzt? Ah, ich sehe schon das Elend, glaube ich. Okay, jetzt muss ich diesen Typen finden. Oh, Moment. Das ist er. Er hat einen Rucksack. Was ist mit ihm? Bestickte Jacke, keine kurzen schwarzen Haare. Und auch nicht übergewichtig. Diese Person passt nicht ins Profil, die falsche. Da gibt es gar keine Punkte für. Oder? Gab es Punkte? Kurze schwarze Haare, aber nicht übergewichtig. Nee, das ist nicht die Person. Es gibt keine Punkte dafür. Brauche ich auch nicht mehr angucken. Ah. Was haben wir denn mit dir, feiner Mann? Das ist er. Eine Feuerkatastrophe diesmal, hm? Ich weiß wirklich nicht, was ich hier zu erwarten habe. 15 Special Points. Wir beschatten den wunderschönen Herrn. Ein Freund, ein guter Freund. So, ich weiß nicht, warum ich diesen Ohrwurm jetzt hab. So, wie geht's jetzt weiter mit dir? Drehst du dich jetzt um? Drehst du dich um? Drehst du dich um? Er dreht sich nicht um. Oder? Du drehst dich nicht um, oder? Das wäre jetzt nicht fair. Das wäre jetzt absolut nicht fair. Alter! Ich habe gesagt, das ist nicht fair. Dreh dich um und geh. Und rempel die Leute nicht an. Unhöflicher Balk. Ey, wo sind die jetzt hin? Hör mal.
Hä, bin ich jetzt total bescheuert? Wo ist der hin? Wo ist der reingelaufen? Wie zum Henker ist er hier reingekommen? Hä? Wie? Jetzt mal ganz ehrlich. Wie zum Henker ist er hier reingekommen? Ich hab gar nicht diesen Spalt gesehen. Oh. Das war jetzt aber sehr unerwartet. Hm, was ist passiert? Sucht ihr nach etwas? So. Alter! Ich glaub's ja wohl nicht. Okay, da hinten. Okay, schnell hin, schnell hin, schnell hin. So, wie sieht's aus, Typ? Hm? Hä? Alter, was macht der? Wow, ernsthaft? Willst du mich verarschen? Was macht der da? Ich muss dieses Feuer löschen. Womit hast du es jetzt gelöscht? Puh, das war knapp. War das die Feuerkatastrophe? Oh, ganz vergessen. Wo ist der hin? Ich muss ihn einholen. Och. Willst du mich verarschen? Da ist er doch. Alter, wie langsam ist der eigentlich? Ich habe das Feuer gelöscht. Oh mein Gott. Schon gut. Ich hab nichts gesehen. Und du hast auch nichts gesehen. Okay, du siehst mich nicht, oder? Nein. Wo ist er denn? Ah, da. Oh. Alter, warum hat er das angezündet? Ich muss auf ihn achten. Der kann in jedem Loch verschwinden, wie es aussieht. Ja, ich sehe ihn doch. Was hätte ich das Ding umgehauen? Dreh dich nicht um. Alles ist gut. Was tust du da? Da ist er doch. Ich sehe ihn doch. Okay, geh weiter. Wo geht er jetzt rein? Ah. Okay. Hm? Ein Yakiniku-Laden? Bitte endet nicht als Rostbraten. What? Und er geht weiter. Okay, bitte geh einfach. Wo ist er hin? Ah, da. Können wir uns hinter der Kuh verstecken? Tatsache. Ah, hier ist nur eine Kuh. Und schon ist er wieder weg. Lalalala. So. So, rempel die Leute nicht an. Wo will der hin? Ja, dreh dich ruhig um, du wirst nichts sehen. Hier nochmal. Wobei, wir können auch eigentlich weiter. Okay, da ist er. Ich sehe ihn noch. Also, wenn er sich jetzt umdrehen würde. Hey, Moment, ich sehe ihn doch. Arsch mich doch nicht, Spiel. Wo geht denn der jetzt hin? Der dreht sich nicht um, oder? Der dreht sich um. Nein, ich sehe ihn, alles ist gut.
Okay, der ist da rüber geklettert. Was nun? Alter Finn, habe ich einen Durst heute. Was nun? Little Asia? Das ist eine Baustelle. Was könnte er hier vorhaben? Vielleicht ein Feuer legen, Yagami. Vielleicht ein Feuer legen. Oh, wir sind da unten irgendwas vorbeigelaufen. Die kleine Schraube müssen wir mitnehmen. So, wo bist du, Typ? Es ist ja eine Frechheit, was der da macht wieder. Weh, du legst ein Feuer. Dann gibst aber einen aufs Maul. Hier brennt alles so schön. Alter, richtiger Jabba. Rieche ich da Benzin? Ey, was tun sie da? Was wollen sie von mir? Ich bin hier beschäftigt, also verziehen sie sich, klar? Brandstiftung, hm? Sie sind nicht das Opfer einer Katastrophe, sie sind ihr Auslöser. Hat diese Wahrsagerin sie geschickt? Mann, die hat mir Angst eingejagt. Ich dachte, sie hätte mich durchschaut. Und ihr habe ich es zu verdanken, dass ich sie hiervon abhalten kann. Alter, kommt ja jetzt ein Taser. Sie halten mich von gar nichts ab. Ich werde der Nächste sein, der Kamurocho in ein Flammenmeer verwandelt. Und Little Asia wird das Leuchtfeuer sein, das den nahenden Sturm ankündigt. Sie sind vollkommen wahnsinnig. Wie wäre es, wenn sie die Klappe halten und sich von mir vermöbeln lassen? Das wäre eine gute Idee, glaube ich. Wer weiß, vielleicht kann ich den Wahnsinn aus ihnen herausprügeln. Ach ja, mal schön. Dann wird ihr Körper mein Brandbeschleuniger sein. Ich wollte sowas schon immer mal sehen. Drohender Mann, da müsste Jabba the Hutt stehen. Also. No, komm mal her. Wie wäre es, wenn ich dich hiermit einfach mal... Taser! Oh, macht er nicht. Er haut ihn einfach nur um damit. Auch okay. Schade. Ich will die Schraube. Alter. Okay, komm, kämpfen konnte er jetzt absolut nicht. Ab in Knast mit dir. Sie hat schon wieder Gold richtig gelegen. Ich frage mich so langsam, ob ich sie nicht mehr anzweifeln sollte. Danke, dass Sie uns gerufen haben. Ernster Polizist. Dieser Mann ist ein gesuchter Brandstifter. Wir können nicht zulassen, dass Little Asia erneut in Flammen aufgeht. Das wäre eine Katastrophe. Ich bin froh, dass es dazu nicht gekommen ist. Überraschend, dass Sie ihn hier gefunden haben. Hier ist eigentlich kein Zutritt. Tja, er hat verdächtig ausgesehen, also bin ich ihm gefolgt. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Diese Wahrsagerin, also die macht mir langsam Angst. Warum weiß sie alles? Ist das wirklich eine Wahrsagerin? Da ist sie schon. Yagami-san. Yagami-san, vielen Dank. Du hast dieser Stadt ein großes Unheil erspart. Ich schätze, da ist was dran. Hatte aber nicht damit gerechnet, dass dieser Typ der Ursprung des Übels ist. Er hat davon gequasselt, Kamurocho in ein Flammenmeer zu verwandeln. Wenn meine Kräfte heute Menschenleben retten konnten, ist das für mich Belohnung genug. Obwohl... Yagami-san, was hältst du davon, eine Partnerschaft mit mir einzugehen? Was? Eine Partnerschaft? Ich sage die Katastrophen voraus. Und du fängst ihre Auswirkungen ab. Wir haben uns doch als effizientes Team erwiesen. Verlockend, aber ich glaube, unser derzeitiges Arrangement funktioniert ganz gut. Außerdem würde es mich ziemlich stressen, die ganze Zeit mit einer Prophetin abzuhängen, weißt du? Na schön. Ich kann nicht behaupten, dass ich nicht enttäuscht wäre, aber ich verstehe dich. Hier, deine Bezahlung. Vielleicht arbeiten wir in Zukunft ja öfter zusammen. Danke nochmal. Vielen Dank. 15.000 Yen. Leicht verdient. So, und 150 Special Points. Nicht zu verachten. So, das hätten wir. Wollen wir einen der drei vermöbeln? Nein. Kein Bock. Wir haben die oft genug vermöbelt, ganz ehrlich.
So, wo müssen wir denn jetzt hin? Es gibt nichts mehr zu erledigen, wie ich sehe. Das ist schade, aber das bringt uns in der Hauptstory weiter. Und die ist gleich um die Ecke, sehe ich gerade. Da gehen wir direkt hin, komm. Was? Oh, Freunde. Ups. Alter. Also der Tiger-Style ist schon super stark momentan. Ja, ja, mach du mal. Bam. Oh. Ein dünner Draht. Er hatte einen dünnen Draht dabei. Den klaue ich dir. Bedrohung 46% nur noch. Läuft doch gut. Frau Vermieterin. So, Kyushu Number One Star. Aber vorher schnapp ich mir diesen Hammer hier. So, kommt mal her, Freunde. So, wie wär's, wenn ich dich einmal mit diesem Hammer vermöbel? Bam. Der dürfte eigentlich nie wieder aufstehen. Und ich meine wirklich nie wieder. Das war Mord. Das war Mord, Yagami. Kannst du damit leben? Ich schon. Kieselstein haben wir aufgenommen. So. Kyushu Number One Star. Da sind wir. Und da ist auch schon die Bildzeitung. Ich möchte aber erst das Ding hier aufnehmen. Okay, mit ihm können wir nicht reden. Was machst du da? Ach, der Foto von seinem Essen? Naja, gut, das sind Nudeln, aber... Ja, egal. Geil. Hattori-san? Ah, kore wa doumo, Yagami-san. Anta, moshikashite kiji no shashin smaho de totteru? Ee. 十分高画質ですからね。いけませんか? いや、別に。グルメレポーターにでもなるの?私は興味があることは何でも徹底的に取材する主義なので。うん、チュン。まだ結構かかるのか?こっちの用は分かってんだろ?すぐ終わりますよ。 Was? Sprich mit Hattori, das habe ich doch gerade getan. Du mich verarschen? Hör auf zu fotografieren, Mann. Alles klar, dann hör mal auf jetzt hier mit deinem Schwachfug. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn. Ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann. Adios amigos.